Ist dir denn nichts heilig? Schimpft mein Mann und zieht den einohrigen Tonhasen meines inzwischen erwachsenen Sohnes aus dem Müll. Heilig ist ein fast antiquierter Begriff. Er bezeichnet etwas Ehrfürchtiges oder absolut Schützenswertes. In vielen Religionen bezeichnet heilig den abgegrenzten Bereich des Göttlichen. Gott ist heilig, denn er ist anders als alles, was wir kennen. Christen finden durch das Leben Jesu zu dem biblisch einen heiligen Gott. In der Taufe werden wir eingetaucht in die Beziehung mit Jesus. Alle Getauften wissen, mit Jesus sind sie auf dem Weg zu dem einen heiligen Gott. Das apostolische Glaubensbekenntnis spricht deshalb von der Gemeinschaft der Heiligen. Als Gottes heiliges Volk sind wir berufen, heilig zu sein und Christus nachzufolgen. Die Heiligen, die die Kirche verehrt, machen uns das vor. Unsere Hoffnung ist es, dass einmal die ganze Welt heilig sein, also zu Gott gehören wird. Es gibt also noch viel zu tun. Deshalb ist es wichtig zu fragen, was uns wirklich heilig ist im Leben. Der kaputte Tonhase meines Sohnes ist es nicht. Aber die Liebe zu diesem nun längst erwachsenen kleinen Jungen, seine Hingabe bei der Arbeit, die Geduld der Lehrerin, seine Freude am Ergebnis und die Wertschätzung der anderen. Die Fähigkeit, das Leben freundlich zu machen.